Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Nach Amerika kommt jetzt direkt ein neuer Reisevlog. Und zwar sind David und ich gerade im Auto. David fährt mich zum Flughafen und dann treffe ich mich damit Jasmin und wir fliegen zusammen, also wir haben heute Montag, wir fliegen zusammen nach Mallorca. Ich freue mich so, Leute. Dieses Wetter hier ist aber nur schrecklich. Es ist total kalt, es ist 2 Grad und in Mallorca ist auf jeden Fall besseres Wetter. Ja, also wir sind auf jeden Fall beruflich da wegen Jasmin. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich weiß noch nicht genau, inwiefern wir was sagen dürfen. Das muss ich erst noch absprechen. Aber falls man irgendwas erzählen darf, dann würde ich es erzählen. Und wenn nicht, dann kann ich es jetzt leider noch nicht erzählen. Aber ich halte euch auf dem Laufenden. Und ja, wir düsen jetzt erstmal zum Flughafen. Ich hoffe, mein Koffer ist nicht schwerer als 23 Kilo. Da ist sehr viel drin. Das Ding ist nämlich, dass wir nach München, nach Mallorca, direkt nach München weiterfliegen, glaube ich. Beziehungsweise an dem Tag, wo ich von München, an dem Tag, wo ich von Mallorca wieder zurückkomme, in Köln am Flughafen, muss ich 2 Stunden später schon nach München fliegen. Also ich bleibe direkt am Flughafen. Das heißt, in meinem Koffer sind meine Mallorca-Sachen, meine München-Sachen und Davids München-Sachen, weil wir für München nur einen Koffer haben. Weil wir dachten, das reicht, weil wir darüber nicht nachgedacht haben. Ja, so sieht das. Bis gleich. Ich bin jetzt am Flughafen und warte auf Jasmin. Wir haben gesagt 9 Uhr und sie fährt jetzt los. Aber das war klar von Anfang an. Ja, aber wir haben auch genug Zeit und ich bin halt einfach immer zu pünktlich. Wir warten jetzt, dass wir einsteigen können. Wir sind die Letzten. Ja, die Letzten sind die Coolsten. Ja. Ja, Opfer. Hier ist auch ein Spiegel. Ja, das ist sehr gut. Nach einigen Ups und Downs sind wir angekommen. Ihr wisst nicht, was wir durchgemacht haben. Wir sind um 11 Uhr in den Flieger gestiegen. Nee, um 10:30. Ja, um 10:30. Wir sind am Fliegen gewesen und auf einmal dreht sich alles. Das Flugzeug dreht sich. Da kommt so eine Ansage, ja, es gibt gerade Unwetter und wir können nicht landen. Wir drehen uns noch ein bisschen und dann landen wir in 5 Minuten. Dann er dreht sich, mir wird echt schwindelig und schlecht. Das war echt eklig, ja. Und dann sagt er, ja, geht jetzt doch nicht, wir gehen mal tanken in der Nebeninsel. Fliegen dann 25 Minuten weiter, landen, wirklich das ganze Flugzeug geht auf Toilette, ja. Sie steppen da einfach rum. Ey, das war, die Schlange ging den Gang lang. Was ist hier los? Dann alle gehen auf Toilette, nach einer Stunde setzen sich alle wieder hin, wir landen auf Mallorca und jetzt schaut euch mal dieses bombastische Wetter an. Wow, es regnet einfach komplett. Toll, das ist tolles Wetter für unsere Shootingreise. Ja, auf jeden Fall. Du darfst jetzt übrigens sagen, warum wir hier sind. Ich habe es eben nicht gesagt, weil ich es nicht wusste. Okay, ja. Wir shooten meine Naked-Kollektion. Ich freue mich immer, weil die Teile sind richtig, richtig krass. Also ja. Kauft sie euch am 21. Ich muss die Teile jetzt erstmal sehen. Ja, stimmt. Musst du mir jetzt zeigen. Ja. Kuschliges Bad. Kuscheliges Zimmer. Du musst jetzt deinen Vlog auch mal richtig anfangen. Es ist mal eine wilde Reise, aber wir sind hier und wir sind sehr zuversichtlich, dass heute Abend auf jeden Fall ein krasser Sonnenuntergang ist. Da klart der Himmel auch schon was auf und dann machen wir direkt schon Pics. Wir werden uns jetzt fertig machen für unsere Shooting-Action. Hier sieht es schon so chaotisch aus. Ha 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 ha!
Friends, wir sind jetzt im Auto und haben uns gerade ein Auto gemietet und jetzt ziehen wir zu den ganzen Stränden und werden heute geistkrank viel Content produziert. Wir müssen jedes einzelne Klamottenpiece von Jasmin abshooten. Ja, das wird toll. Sie wird sich so oft umziehen müssen. Ja. Das ist so schön. Wow. Das ist unser ganzes Zeug. Leute, die erste Shooting-Action ist beendet. Und jetzt regnet es und wir sind fix und fertig. Ist ja auch warm. Ja, ist sehr warm hier drin. Aber draußen ist sehr kalt, weil es jetzt regnet. Aber wir haben schon sehr krasse Tricks gemacht. Also ja. Die Sachen sind auch alle wirklich richtig schön. Das war wirklich eine krasse Location. Jetzt auf dem Rückweg halten wir noch an einem Spot, den wir beim Hinweg gesehen haben. Und dann werden wir uns erstmal was zu futtern suchen, irgendein süßes Restaurant. Und nachher wollen wir noch woanders hinfahren, aber das Wetter wird, glaube ich, erst so gegen 5 oder so wieder was besser. Echt? Mhm. Machen jetzt noch einen kurzen Stopp hier mit unserem Auto für das Kleid. Wir wollten zu den Kakteen. Jetzt ist das Wetter schon wieder gut. Ging ganz schnell. So, nächste Location. Sind schon wieder am nächsten Spot, Leute. Es ist voll das schöne Licht. Das Wetter ist auch wieder richtig schön, aber es ist so kalt. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Es ist geisteskrank. Es ist so kalt, Leute. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Hier ist auch gefühlt kein Mensch. Wahrscheinlich, weil es so kalt ist. Sind jetzt wieder zurück im Hotel. Wir haben heute irgendwie nicht so viel gevloggt. Morgen wollen wir wieder mehr vloggen. Leute, es war wirklich, also wir haben so viel heute geschafft. Es ist richtig gut. Aber es war wirklich sehr kalt jetzt am Ende. Es ist irgendwie 10 Grad hier nur. Wir waren gerade noch bei so einem anderen Strand eine Stunde entfernt und haben alles gegeben, Leute. Wir waren sogar im Wasser. Ja, jetzt haben wir uns noch Snacks gekauft und gucken Prominent getrennt und werden chillen. Morgen geht's aber weiter. Wir wollen nämlich auf jeden Fall Sonnenaufgangsbilder machen. Wir haben ja ein Auto gemietet. Das haben wir noch bis morgen Abend. Ja. Good morning, Friends. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir haben uns gestern gar nicht mehr so wirklich gemeldet. Wir haben beide irgendwie gestern richtig wenig gevloggt, weil wir so viel unterwegs waren die ganze Zeit. Ja, wir waren irgendwie morgens noch bei einem Strand und waren dann nur ganz kurz hier auf dem Hotelzimmer, haben uns kurz nochmal refreshed und die Sachen neu gepackt und sind dann auch schon wieder losgefahren zum Strand, der so ein bisschen weiter weg war. Irgendwie eine Stunde oder so sind wir gefahren und Jasmin ging es irgendwann richtig schlecht. Also einfach... Weil wir haben einfach so geisteskrank viele Pics gemacht. Ey, Leute, mir ging es lange nicht mehr so schlecht. Also, ich hatte so einen Niesanfall die ganze Zeit, auch noch beim Autofahren. Es war halt auch richtig kalt. Ja. Also, wir haben noch Bilder am Strand gemacht. Es war 10 Grad nachher, wir waren sogar im Wasser. Ja. Wir haben alles gegeben, sei es für TikTok und Insta etc. Hat sich gelohnt. Ja, hat sich echt gelohnt. Die Bilder sind echt krass geworden. Also, schaut auf jeden Fall vorbei. Und ja, jetzt heute shooten wir noch so die letzten Teile, die noch fehlen. Heute Abend wollen wir noch irgendwie als Abschluss richtig nice essen gehen. Jetzt mal irgendwie eine Empfehlung bekommen. Ja. Und wir wollen nachher auch noch zum anderen Strand, ne? Ja. Also wir haben das Auto heute noch und einmal wollen wir noch zum Strand. Heute ist das Wetter auch gut. Also der Himmel ist heute blau. Aber kalt ist es. Ich hoffe, es ist nicht so kalt. Ich guck mal. Aber wir hatten schon wieder die Tür die ganze Nacht offen. Echt? Ja. Jetzt kriege ich sie wieder nicht auf. Oh nein. Alter, ich kann mit dieser Tür hier nicht umgehen. Es war die ganze Zeit grün, aber dann habe ich es einmal hochgemacht, jetzt kommt es nicht mehr runter. Ah, jetzt. Ja. Bisschen fresh. Aber naja. Toll. Es geht so. Es ist schon ein bisschen frisch, aber ich glaube, in der Sonne geht's. Sieht irgendwie aus, als wären wir in Deutschland, wenn man hier rausguckt, so teilweise. Ja. Das erste Reel ist schon mal im Kasten, wurde direkt gepostet. Wir chillen hier kurz. Unser Red Bull. Und die Sonne ist auch richtig schön draußen. Es knallt. Es knallt richtig, ja. Heute wäre gutes Brutzelwetter. Ja, ja. Ich glaube, ich kann das Oberteil mit dem
Land. Ja. Nächster Stop, Freunde, Platja de Portals Fels. Ich glaube ganz sicher, dass man das Ganze so ausspricht. Ich muss sagen, dass du Deutsch bist. Ja. Wir sind in einer guten Stimmung. Wir haben echt viel geschafft. Und das Wetter ist echt toll heute. Es ist nicht kalt. Im Gegensatz zu gestern. Vielleicht ist es noch richtig warm. Ich dachte ja ganz kurz, dass Jasmin vielleicht heute total krank ist. Unser Vorhaben heute Morgen um 6 Uhr aufstehen hat deswegen auch nicht so geklappt. Da ging es ihr noch zu schlecht. Also, wir sind so aufgestanden. Um 6 Uhr hat der Wecker geklingelt. Da meinte ich so zu Jasmin, es ist 6 Uhr. Da ist Jasmin so erst so ans Handy und ich dachte so, oha, krass, wir stehen jetzt auf, okay. Und dann ging es ihr heute auch zu schlecht, ja. Dann hatte sie Ohrenschmerzen, ihre Nase war zu. Und, aber wir hatten auch einfach viel zu wenig geschlafen. Es wäre auch viel zu kalt gewesen. Ja, ah ja, genau, es wäre viel zu kalt gewesen. Wir haben nachgeguckt, es war heute Morgen 6 oder 7 Grad. Also, ja, das wäre keine schlaue Idee gewesen. Ja. Snacks von gestern sind übrigens wieder mit dabei, diese komischen Teilchen hier. Die sind sehr lecker, Leute. Kleiner Snack, so, wenn du die Gangschaltung bedienst, kurz mal. Was sind die Snacks? Snack. Ja, das war eine halbe Stunde. Oh. Oh, das ist echt lecker, ne? Ja, die sind wirklich lecker. Und dann wirklich schmauselig. Ich muss es zugeben. Ja. Ich kenn's ja mein Kaugummi verloren auf der Tankstelle. Oh, warte, okay. Wie toll. Freunde, wie schön ist das hier? Wir haben auch da hinten direkt geparkt. Das Wasser ist so blau. Wow. Richtig schön. Begeistert. Leute. So schön. Wow. Toll. Jetzt echt Glück noch am Strand. Ja, okay. Wir haben alles abgeshootet. Bist du zufrieden? Sehr. Jetzt chillen wir noch kurz. Und snacken hier was. Unser Essen ist da, das werden wir jetzt schnabulieren. Toll Auswahl. Wir sind jetzt ready to go. Wir zeigen unsere Essen. Jetzt haben wir gerade ihre Haare gemacht. Weil es gerade schon aus wie so eine Perücke, weil die so voluminös sind. Hier sind unsere Outfits. Oh, es sieht sehr dunkel aus, aber. Toll. Wir haben uns sogar Hochschuhe angezogen extra. Dachte jetzt als Abschluss. So eine Imbissbude. Wir sitzen jetzt, wollen wir kurz darüber reden, wie schön Jasmin aussieht und wie schön dieses Restaurant hier aussieht und wie schön dieser Ausblick hier aussieht. Wow. Toll. Friends, wir sind wieder zu Hause im Hotel. Ich habe mich schon abgeschminkt. Jasmin schminkt die auch gerade ab. Und ich habe dann gar nicht mehr gefilmt. Aber Leute, wir hatten so einen schönen Abend. Wir haben so lecker gegessen. Wir hatten erst Edamame, die so krank lecker waren. Dann hatten wir richtig, richtig tolles Sushi. Mit, oh, dieser Fisch war so lecker. Und übrigens hieß das Restaurant Katagi Blau. Und es ist auch ganz in der Nähe von unserem Hotel gewesen. 7 Minuten nur mit dem Taxi. Und dann hat, ja, Sushi. Und zum Abschluss haben Jasmin und ich uns noch so ein Brownie geteilt. Mit so Erdnüssen und Vanilleeis. Und haben wir noch so Wein dazu getrunken. Und es war so ein richtig perfekter Abschluss. Und dann kamen noch zwei andere Mädels, die Jasmin schon kannte. Und ja, jetzt haben wir 0 Uhr gleich. Die haben uns gerade noch nach Hause gefahren. Und ja, es war so ein richtig schöner Abend, richtig toller Abschluss. Es hat so Spaß gemacht und ja, jetzt müssen wir morgen früh, also wir stehen einfach wieder auf, so wie immer, gehen frühstücken und nach dem Frühstücken packen wir dann hier mal die Koffer. Um 11 Uhr ist hier Checkout und ich glaube so um 12 Uhr machen wir uns eh auf dem Weg zum Flughafen. Ja, dann geht es für mich ja nach Köln, also für Jasmin und mich geht es nach Köln und dann geht es für mich weiter nach München. Ich werde diesmal in München übrigens nicht mitbloggen. Aber jetzt gehen wir erstmal schlummern und dann melde ich mich bestimmt morgen nochmal. So, Friends, geht jetzt wieder zurück nach Köln. Also, adios. Es war sehr schön. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Ja. Ciao.